jetzt weggepackt oder so. So, das Ei. Dann Wasser. Trübes Wasser. Der Tee. Bier. Bisschen trübes Wasser nehmen wir noch. Machen wir halt noch ein bisschen Kleber hinterher. Auch gut, erst Essen kochen und dann Kleber auf der Klebestelle, ne? Auf der Kochstelle. Das, ja. Das ist, das, genau das macht doch den Geschmack aus, sonst schmeckt doch der Wildbret-Eintopf nicht. So, dauert nicht. So, da ist Gammelige, da geht Dattin. Dattin. So, damit Marcel nicht reinfällt, machen wir das mal zu. So, ein paar Federn noch. Wieso ist hier jetzt... Ach, ich frage nicht mehr. Ich habe letztes Mal alle Federn rausgenommen, um Pfeile zu machen. Guck jetzt noch mal rein, wollte wieder Federn reinlegen, ist Glas drin. Leeres Glas. Leeres Glas. So, Kleber braucht denn auch nicht mehr lange. Ja, schön. Sortieren wir das auch mal durch. So, 245 Kleber haben wir schon. Bestimmt schon mal zwischendurch hergestellt, aber wir wollten irgendwo hin, denn ich das sein lassen. Ich wollte ja bestimmt Klebestreifen machen. Na bestimmt. So, ich weiß nicht, ob du hier reinfallen kannst, aber eigentlich müsstest du da wieder rauskommen. Oh, das mit dem Feuer ist so beruhigend, ne? Wenn du da zuhören kannst. Was ist beruhigend? Feuer zuhören. Ja. Wie das knistert alles. Ja, deine guten Werkzeuge sind alle fertig, bis auf Messer. Messer könnte man bestimmt noch irgendwas machen. Noch ein bisschen höher schrauben. Aber Axt, Schaufel und Spitzhacke haben wir schon. Ja, trink mal was, das kannst du brauchen. So, mir ist auch warm. So, dann müsste er ja langsam mal durch sein mit dem ganzen Kleber. Jawohl, sehr schön. Dann machen wir noch mehr Klebeband. Ich das jetzt drinne. Ne, ein bisschen was werden wir noch machen. So reinfallen dürftest du jetzt hier eigentlich nicht mehr. So, was brauchen wir für die Verbandskästen? Ach so, da waren ja diese Blutbeutel, brauche ich noch einen normalen Verband. Okay. Blutbeutel haben wir hier noch. 44. Okay. 10, 20, 30, 40, 43. 44. Okay. Achso, Spiritus muss ich noch mehr rausholen. Okay.
Ich mache mal noch ein bisschen Medizin. Ne? Ja, bitte. Okay, machen wir so. Dann ist da durch. Dann haben wir hier Spiritus, können wir da wieder reinmachen. Kleber ist ja auch durch. Klebeband. Ja, Klebeband haben wir wieder 275. Ist auch nicht verkehrt. Ja, und der Winnie muss morgen auch arbeiten. Okay. Ja, alles gut, Winnie. Genau, Winnie, bis nachher gleich. Bis dann. Ja, euch auch. Oder dir auch erstmal. Mit Hani bin ich ja noch ein bisschen hier. So, Ja, ich mache gerade dieses eine gefährliche Loch hier zu, also so eine Umrandung. Dass wenn du mit dem Moped mal durch die Wildnis fährst, nicht gleich in reinstürzt, zumindest schon mal die eine Mine hier. okay, also Medizin habe ich wieder ein bisschen was hergestellt. Blutbeutel sind wieder alle weg. Normale Verbände auch fast. Da sind nur noch 5 Stück übrig. Das ist okay. Also Medizin haben wir jetzt auf jeden Fall auch genug. Klebeband habe ich auch hergestellt. Reparaturkits sind auch ein paar mehr in der Kiste. Sind jetzt hier 209 ungefähr drinne, hier nochmal 50, bei mir 50, ja, das sieht gut aus. Ja, da haben wir schon einige schöne Sachen vorbereitet. So, Medizin haben wir erstmal. Das heißt, ich könnte für mechanische Teile das Klebeband dann benutzen. Reparaturkits haben wir, Verbandskästen haben wir, sonst brauchen wir das ja nicht, außer für die mechanischen Teile. Machen wir einfach auch noch mal ein paar. So, wo hat er die Kiste abgeworfen? Jetzt muss ich ja mal gucken. Ach du Scheiße, da hinten. So, dann gucken wir mal. Mechanische Teile. Wie viel kann er denn? Ne, so viele mache ich jetzt nicht. Ich sag ihm mal, mach mal bitte 100 Stück, das reicht mir erstmal. So. Dann ist vom Stahl was übrig, dann ist vom Klebeband noch ein bisschen was übrig. Ja, das sieht gut aus. So, Und dann beleuchten wir das noch ein bisschen, damit Marcel das auch sieht. nehmen wir uns noch ein bisschen Kohle mit. Schraubenfedern machen wir dann auch noch ein paar. Machen wir 120 noch. Ja, das sieht auch gut aus. Na gut, das dauert jetzt alles ein bisschen. Aber okay. Ja. Also alles in allem können wir ja eigentlich ziemlich zufrieden sein. Also die Waffenstärke, das stimmt schon. Ne? Also haben wir ja in der Blutnacht gesehen, fand ich gut. Ja. Okay. Okay, du bist ja noch bei der Mine. Soll ich denn fix die Kiste holen oder? Ja, kannst ja machen. Ich bin auch fast fertig hier. Ich will da bloß ein bisschen beleuchten, damit du da nicht gegenfährst. Ich glaube, Alma ist gerade wieder verändert. Naja. Naja, lass sie doch auch mal.
Uhala. So. Oh ja, das Loch sieht gut aus, wo du da den Lehm gebuddelt hast. Schön. Herrlich. Ja, gefällt mir. Ach ja, So. er hat mal wieder Hunger. Gut, dann gucken wir mal im Kofferraum, was wir da so haben. Ja, das müsstest du eigentlich vom Weiten sehen können hier. So, dann komme ich mal zurück. So, gucken wir mal. Raketenwerferteile, MP. Okay. Ich glaube, gelbe Kisten und Looten, das solltest du alles machen. Irgendwie findest du da andere Sachen, die ich besser finde. Ja, also ganz ehrlich. Wenn wir beide zusammen looten gehen, ich geh gucken, ich finde irgendwelchen Prügel, du guckst immer gleichwertige rein und findest da irgendwas Gute drin. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, ich weiß auch nicht, wo das ist. Ich suche nach Erdbohrerteile, finde keine. Also, ich suche da 3 Stunden, 4 Stunden. Völlig egal, finde keine. Hani fährt mit mir mal so eine kleine Tour, ist eine Viertelstunde unterwegs. Ah, ich habe einen Naja, aber Erdbohrer. komm, da haben wir auch Ja. eine Weile gesucht. Ne? Ja, aber ich alleine suche länger und finde nichts. Ja? Ja, das ist richtig. Schon manchmal ein bisschen seltsam. So, dann werde ich hier mal nachladen. Also die nächste Tour, bevor es Eisen gibt, Hani, denke, wird Sprit sein. Ja, kann ich ja machen. Na, also. Also hier zum Holz abnehmen und so nutze ich ja eigentlich keine spritbasierende Technik. Na, aber die Kiste, das sieht schon nicht mehr so prickelnd aus, wie man war. Gut, dann haben wir da auch wieder ein bisschen was. Waffenteile habe ich ja dann auch wieder. Hol ich auch mal wieder weg. So, Lesestoff haben wir jetzt auch noch nicht vollgekriegt, noch nicht ganz. Ne, drei Viertel voll oder so. So, dann gucken wir mal rein. Oh, die nächste Schatzkiste ist im grünen Gebiet. Wie die nächste. Ich habe schon mal wieder so einen Zettel gelesen, weil ich gucken wollte, wo das ist. Ist auch gar Okay. nicht weit weg. Okay. Ist das immer noch die von Steffen? Oder Ja. Stefan? Ja, okay. Also wenn das jetzt wieder im Wasser gewesen wäre, hätte ich ihn geschlagen. Na, wieder in diesem Ekelgebiet, na, das wäre ja echt ekelhaft Nee, gewesen. nee, das ist jetzt in so einem Grün. Hier So. bei uns ganz in der Nähe. Medizinzeugs haben wir ja hier noch. Bringen wir mal auch noch weg. Oh, 173 Antibiotika. Ich glaube, das reicht erstmal eine Weile. Dann machen wir das mal noch mit rein. Das mal noch mit rein und dann sortieren wir mal. Okay. Das hier ist eigentlich was für ein Händler. Wie viel kriegen wir da raus? Oh,
Hanni, weißt du, wie viel ich für die 24 Blutentnahme-Kits schon kriege? Na? 14.355. Wow. Ja. Wem will dir der Typ dein Blut abnehmen? Bei sich selbst auch, oder was? Zombies und dann irgendwelche Tests durchführen oder so. Wer weiß. Ne? Vielleicht vom einen Händler zum anderen, weißt du? Vielleicht brauchen die das ja. Übrigens kann man am selben Tag an zwei zu zwei Händlern fahren und die haben andere Sachen drin. Ist doch gut. Ne? Grundsätzlich ja. Das heißt, beim nächsten Einstieg kündigt nochmal zum anderen Händler. Obwohl der zweite, den wir jetzt gefunden haben, der gefällt mir ja wesentlich besser, aber sollen wir machen, ne? Ja, der ist wirklich echt scheiße gelegen. Okay. Oh, hier ist doch Blei und Messing. Blei hatte ich doch sowieso jetzt am Einschmelzer. Kann ich gleich mit reinlegen. Boah, ist sogar schon durch, ne? Messing machen wir hier mit rein. So. Eisen. Weiß gar nicht, was sagt die Uhr überhaupt? Wir haben jetzt 23:59 Uhr. Also wir sind schon eine Weile unterwegs. Oh, was habe ich denn hier? 2000 Eisen? Kommt denn das bitte her? Hast du was zerlegt? Rausgenommen und irgendwas benutzt? Ja, ich habe einiges zerlegt. Ne? Also grundsätzlich bei den Waffenteilen, die wir nicht gebrauchen können, die werden ja alle zerlegt und da kommt aber Ja, eigentlich da gar nicht. kriegst du auch Eisen her. Aber eigentlich nicht so viel, Honey. So, hier ist nichts. So, dann gucken wir mal hier. Kurzes Eisenrohr. Jupp. Nitrat. Jupp. Schießpulver haben wir auch. Klebeband war ja auch noch mal ein bisschen. Nägel. Altkunststoff. So. Ach so, Öl kommt ja auch noch rein. Okay, da haben wir auch wieder ein bisschen. Das sieht gut aus. Töpfchen kommt auch noch rein. So, mechanische Teile. So, Bonbondose, ja. Stell dir mal vor, die Dinger würdest du alles zerlegen. Wir haben ja über 170 Bonbondosen. Über 130 Töpfe. Naja. Da würde ordentlich Eisen rauskommen, glaube ich. Ach so, hier hatte ich ja vergessen, die sind eine. Da. Messingding. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was für die Küche. Holz hatten wir ja hier vorne drin. So, Aber für den. allzu lange mache ich auch nicht mehr. Ich bin schon ein bisschen müde. Ja, Aber wenn du alles gut. Frühstück hast, ist das echt blöd. Alles gut, Hani. Mir geht's nicht anders. Naja, jetzt haben die Kinder ja Ferien. Ja, mein Junge habe ich jetzt gerade erstmal bei seiner Mutter abgeliefert. Die wollen in Urlaub fahren. Und die ersten 2 Wochen der Ferien ist er dann erstmal bei ihr. Die anderen 2 Wochen sind die Kinder bei uns und die nächsten 2 Wochen, naja, ist wieder so ein Hin- und Herknobeln, weißt du? Ja.
Muss man damit reden. So, okay, ich bin mal gespannt, wie viel Geld haben wir denn jetzt eigentlich Aber hier? unsere Terrasse sieht von Weitem auch schon echt gut aus. Okay, im Tresor haben wir immer noch 121.000 drin. Ja, also durch die Schatzsuche und das hin und her verkaufe und kaufen. Ich habe ja nicht so extrem viel gekauft. Ich hatte ja auch nicht alles Geld mit, weil du ja auch bloß einen Teil mitgebracht hast, weil wir auch nicht wussten, wie ist das mit dem zweiten Händler da hinten. Ja. Ja, ist schon nicht so einfach, ne? Nee, und vor allen Dingen, du hattest ja auch nichts weiter mit zum Verkaufen. Also von daher, Nichts Großes, ne? wir hatten damit gerechnet, dass da hinten in diesem Ekelgebiet noch ein Händler ist. Ja, ich stelle ja auch wieder Federn her und so, dann kann ich auch wieder Zugbrücken machen. Das nächste Mal, dann nehme ich ihm 20 Stück mit, dann geht er wieder die ab. Ja. Oder wir buddeln noch 10 Mal, es kommt auf dasselbe hinaus. Na, da gibt es ja auch immer richtig gutes Geld. So. So, kann ich schon wieder Heuballen herstellen? Bestimmt. Möglich. Wie viel gibt ihr denn für die? Okay. Also die Werkzeugkisten, da gibt er ja auch gutes Geld für, ne? Ja. Ja. So. Ein Blutentnahmekit 598. Okay. Das lohnt sich. Ja. Also ich denke auch. Alle zusammen 14.000 und. Ja, schön. Waffen, Pistole 2.300 und. Also wenn wir nachher eine richtig popelige Scharfschützengewehr und MP sowas an die verkaufen, dann kriegen wir auch gutes Geld raus. Ja. Weil das Waffen sind, die seltener sind. Ne? Also AK, MP, Scharfschützengewehr sind Waffen, die seltener sind. Und selbst wenn du das Schlechteste nimmst und zu ihm bringst, du kriegst da ordentlich Kohle raus. Aber Naja, nur er ist nicht wählerisch. sollte man nur machen, wenn man einen richtigen Schwung davon hat. Ne? Einzeln bringen die Teile nicht viel, aber zusammengebaut sind die schon richtig wertvoll für den Händler. Ja. Naja, ich meine, er kauft ja auch Katzenfutter, also von daher. Ja. Komm, da deine MP-Teile packe ich hier noch Ja, stell dir mal 15. vor, du hättest hier Haustiere, eine Katze und einen Hund oder so. Du, ganz ehrlich, ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie und in welcher Form wäre das eigentlich cool, so eine Tiere mit reinzubringen. Also ich habe ja jetzt in der Alpha 21 schon ein bisschen reingeschnuppert. Da ist es ja so, du kriegst vom Händler Mission, ne? Und machst da, sage ich jetzt mal, Stufe 1. Und wenn du da genug gemacht hast, dann kriegst du eine besondere Aufgabe, weitere Handelsroute öffnen. Ne? Und so könnte Ich das dann weiß auch mit den nicht. Tieren sein, dass du da eine besondere Aufgabe kriegst. Ja, und als Belohnung kriegst du dann eben halt einen Hund, darfst du ja aber aussuchen. Ja. Und den auch mit Skillen und so. Weißt du, dass du, was weiß ich, dass er anschlägt bei Munition oder irgendwas, dass du ihn leveln kannst, dann kann er bestimmte Sachen machen. Du musst dir dann aber aussuchen, was er davon macht. Weil er mehr Fähigkeiten kriegt, als er dann nutzen kann. Sonst bist du ja übervorteilt irgendwo. Weißt du? Ja, also das hatte, also die Quest, ne, die hat, die haben jetzt die beiden, also Gronkh und Tobi, nachher nicht mehr angenommen, weil die hatten eine angenommen. Entschuldigung. Also, passt auf, die hatten sich in so einem Haus niedergelassen, die beiden, ne, hatten da schon die Schränke befüllt und so weiter, ne. Okay. Und dann haben sie beim Händler eine Quest angenommen. Und dazu mussten die in das Haus, was sie schon sich ausgesucht hatten, wo sie drinnen bleiben wollen, Okay. was machen.
Und dadurch, dass sie die Quest angenommen haben für dieses Haus, war alles, was sie in die Schränke getan haben, weg. Das ist ärgerlich. Und dann haben sie sich überlegt, naja, wenn wir eine annehmen, dann müssen wir gucken, weil da wird ja immer angezeigt, wie weit das weg ist. Nicht nur das, bei Alpha 21 kriegst du auch Namen angezeigt davon. Ja? Zum Beispiel, was weiß ich, sowieso Ranch oder so. Ne? Dann weißt du gleich und du kannst das dann ablehnen. Und es ist auch so, dass sie nicht automatisch angenommen wird, sondern du hast den Auftrag von ihm, du musst dahin, du musst aber extra nochmal bestätigen, damit die losgeht. Und du kannst sie auch abbrechen. Ja? Kannst sagen, nee, die Mission Naja, will ich die nicht. Chance hatten sie nicht. Die war Ja. dann aktiv gleich, ne, zu dem Zeitpunkt. Und dann, wie gesagt, das, was in den Häusern drinne war, also was sie da reingebracht hatten, das war resettet. Das ist echt blöde, jo. Das hätte mich Da haben sie geärgert. sich doll geärgert. Ja. Das alles durch. Wie sieht's aus? Essen, trinken. Ja, da müsste ich auch mal wieder gucken. Ich Ja. mache und tue hier und kriege gar nicht mit, dass die ja Zeithupe hat oder so. Naja, ein bisschen lasse ich ihn jetzt mal was essen. Das geht schon. Sie ist wie so ein Tamagotchi. Aber auch nicht wirklich, aber. Und du bist noch oben am Werkeln, ja? Nee, ich bin jetzt hier draußen und hole noch ein bisschen Unkraut. Okay. Ich weiß ja nicht, inwieweit der Blei schon drin ist. Wieso? Wozu brauchst du Blei? Weil für die Glasscheiben brauche ich auch Blei. Ernsthaft? Oha, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Nee, das können wir so erstmal nicht Ich meine, ich machen. brauche nicht mehr viele Scheiben, davon mal ganz abgesehen, Okay, aber trotzdem also ist es ja ärgerlich. wenn du nicht viele brauchst, ist es okay. Aber müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, weil Blei brauchen wir unbedingt auch für Geschossspitzen und diese Schrot, Ja, ne? das nächste Mal, wenn ich unterwegs bin, ich glaube in der Mine, wo Okay. auch der Ölschiefer war, ich glaube, da war auch Blei mit drinne und so. Schön. Okay. Bisschen frei. Okay. Ich sehe das gerade, was du gemacht hast. Okay. Finde ich cool. Was denn? Du hast ja noch eine Reihe hochgesetzt und hast schon mal angefangen, Glas zu setzen. Ja. Ja, aber wir wollten ja auch ein bisschen was freilassen. Nur so ein bisschen Freilicht. Ach, hier ist auch. Okay. Aber bestimmt alle. Oh, Alma! Alma! Was los, Gutste? Ist bei mir hier irgendwo. Alma? Bist du denn meine Gute? Ist bestimmt hier unten in dem Kasten drinne. Nee. Ja doch, die ist schon lang, guck doch. Ach Mann, die sollte doch schreien. Ach Mann, Alma. Ich wollte auch gerade gucken. Schade. Ne, also die Lichter unter unserer Zugbrücke. Das war mir so klar, wenn du die vorne so deutlich hörst. Jetzt liegt sie da. Schade. Die ist aber auch doof. Ja, also manchmal. So, also ich bin durch für heute. Ja. Es war alles wieder sehr aufregend. Genau. Also es wär ziemlich nervenaufreibend, diese ganze Aktion. Die eine Sterberunde von Hani, das war auch nicht so witzig. Nee. Da hinten. Manche Situation war ein bisschen knackiger, aber wir haben es geschafft. Ne? Wir haben alles nach Hause gebracht, was wir haben wollten. Ne, ein paar schöne Sachen mitgebracht, haben uns verbessert, ein Werkzeug verbessert und wirklich einiges geschafft. Finde ich gut. Mir hat es sehr gefallen heute die Session wieder.
Gestern auch vor 11 Minuten. Und ne? Ja, ihr Lieben, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch natürlich noch eine gute Nacht. Wenn ihr Lust habt, seid gerne wieder am 31. da. Da geht es nämlich weiter. Wir machen jetzt 2 Wochen Pause. Ich sag, ja, das war's erstmal von mir. Und hoffe natürlich, ihr seid am 31. wieder dabei. Ne? Genau, von mir auch gute Nacht und Horrido. Ja, macht's gut.